Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Unreal Tournament 3. So, da würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit der vierten Mission aus Akt 2, Market District. Ist eine Kriegsführungsmission, Region innerhalb der Stadt von Tokaido, Marktviertel von Kimpo. Das Leben in Tokaido spielt sich zum größten Teil im Kimpo-Marktviertel ab. Die Menschen kaufen an diesem zentralen Ort ihr Essen, kaufen sonstiges dort ein, versammeln sich zu geselligen Anlässen und tanken dort sogar ihr Benzin. Mit einem Überraschungsmanöver drang eine terroristische Zelle in den Markt ein, verscheuchte die Einheimischen und beendete das Geschäftsleben innerhalb des Viertels und den Handel mit draußen. Alles klar. Würde ich mal sagen, Attacke. Als die Nekris Tharit einnahmen, haben sie keinen Unterschied zwischen militärischen und zivilen Zielen gemacht. Alle Kooperationen haben sich zusammengerauft, um ihr Heimatland zu verteidigen. Die Nekris belagern den Kimpo-Marktbereich der Izanagi und haben das Kriegsrecht verhängt. Genau deshalb wollten wir dabei sein, Ronin. So, kontrolliere den Primärknoten, um an den feindlichen Kern zu gelangen. Kontrolliere Hilfsknoten, um die Lasergeschütze zu übernehmen. Benutze mobile Geschütze, um den Primärknoten zu schützen. Das Kühlsystem des feindlichen Kerns kurz zu schließen, indem du gleichzeitig beide Hilfsknoten kontrollierst. Der ungeschützte Kern kann dann angegriffen werden. Alles klar, glaub gegen Nekris. Spielen, du gehörst zu Rot. Bis jetzt hatten wir recht einfache Schlachtfelder. Jetzt wird es etwas schwieriger. Glücklicherweise hat die Izanagi-Entwicklungsabteilung einen Weg gefunden, Knoten schneller einzunehmen. Sie nennen es die Kugel. Wir können die Kugel benutzen, um feindliche Knoten zu zerstören und für uns sofort einen neuen zu bauen. Wenn du die Kugel verlierst oder zum Bauen benötigst, bekommen wir bei unserem Kugelspawner eine neue. Außerdem wird ein Knoten, den wir bereits kontrollieren, von einer Kugel in der Nähe vor Schaden geschützt. Ob es funktioniert, erkennst du an der roten Energielinie, die dich mit dem Knoten verbindet, den du beschützt. In komplexeren Schlachtfeldern kann es passieren, dass es auch unverbundene Hilfsknoten gibt. Die Knoten können von beiden Seiten eingenommen werden und es ist nicht nötig, sie zu verbinden. Normalerweise ist es sinnvoll, Hilfsknoten einzunehmen. Sie verschaffen einige Vorteile, wie den Zugang zu Geschützen, besonderen Fahrzeugen und ähnlichen Dingen. Wenn wir in dieser Schlacht beide Hilfsknoten erobern, können wir das Kühlsystem des feindlichen Kerns ausschalten. Dieser wird dann automatisch in die Luft gehoben und somit aus der Ferne angreifbar. Eine letzte Sache noch. Wenn wir im Kampf mit Fahrzeugen unterwegs sind, erhalten wir anstatt des Translocators ein Hoverboard der Klasse R. Damit sollten wir beweglich genug sein. Dies sind die Grundlagen. Den Rest lernt man, während man den Job verrichtet. Der blaue Kern ist gesichert. Nimm dir deine Kugel. Also, drücke X, um dein Hoverboard zu benutzen. Rote Kugel wurde aufgehoben. Greife deinen Primärknoten an. So. Ich habe die Kugel. Auf dem Weg zum östlichen Knoten. Man hat tolle Hoverboards. Danke, Onkel Malcolm. Meine Erlösung soll rasch sein. Los, Bishop. Wollen wir mal sehen, wie du das Geschütz benutzt. Roter Kern ist ungeschützt. Beinkontakt! So, einmal den Hilfsknoten mal aufbauen. Ich brauche etwas Unterstützung. Der rote Kern ist gesichert. Blauer Kern ist ungeschützt. Greife den feindlichen Kern an. Rote Kugel wurde aufgehoben. Primärknoten eingenommen. Feindlicher Kugelträger naht. Ich habe die Kugel. Der blaue Kern ist gesichert. Roter Kern ist ungeschützt. Greife deinen Primärknoten an. Ich brauche hier etwas. Rote Kugel wurde fallen gelassen. Was ist die Flackern? Feindliche Kugel zerstört. Die Kugel auch noch zerstört. Greife deinen Primärknoten an. Das wird auch nicht erklärt. Rote Kugel zerstört. Bereich sie. Rote Kugel wurde aufgehoben. In Position. Ich brauche Unterstützung. Der rote Kern ist gesichert. Feindlicher Kugelträger naht. Bewege mich zur Position. Gesichert. Der Kugelträger. Der feindliche. Roter Kern ist ungeschützt.
Der rote Kern ist gesichert. Blauer Kern ist ungeschützt. Greife den feindlichen Kern an. Okay, der blaue Kern ist jetzt angreifbar. Blauer Kern wird angegriffen. So, schnell. Rote Kugel wurde aufgehoben. Ich habe die Kugel. Auf dem Weg zum Primärturm. Mutrausch. Oh, okay, schnell weg. Ah, verdammt. Etwas. Greife den feindlichen Kern an. Wo schaffe ich Assi im Westen? Hier ist auch noch ein Geschütz, was ich noch nutzen kann. Unter schwerem Beschuss. Feindlicher Kugelträger naht. Feindlicher Kugelträger naht. So. Rote Kugel wurde fallen gelassen. Ist einfach nicht richtig. Rote Kugel wurde aufgehoben. Greife den westlichen Knoten an. Blauer Kern wird angegriffen. Bin in Position. Feindliche Kugel zerstört. Greife den feindlichen Kern an. Gesichert. Ah, ich kann jetzt direkt hier auch hier zum Kern gehen. Blutrausch! Double Kill! Blauer Kern wird angegriffen. Blauer Kern ist schwer beschädigt. Blauer Kern ist in kritischem Zustand. Feindlicher Kugelträger naht. Blauer Kern ist in kritischem Zustand. Ah, der blaue Kern ist fast fertig. Blauer Kern zerstört. Makelloser Sieg. Erstes Team mit einem Punkt gewinnt. Ja. Finde ich gut so. So. Ah, jetzt lädt es. Perfekt. Gute Arbeit. Wir haben diese Axon-Mistkerle aus Tokaido vertrieben und wir dringen weiter in die entmilitarisierte Zone vor. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. So, nächstes Mal geht es dann weiter mit der fünften Mission aus Akt 2, Tank Crossing. Das ist eine Kriegsführungsmission. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.